Herzlich willkommen bei Lernen mit Fahim. Heute machen wir Leseverstehen Teil 1 und zwar zu DTZ, TELC. Ich werde versuchen, Ihnen ein paar Tipps zu geben, wie Sie das schnell, aber auch richtig lösen können. Okay, dann fangen wir mal gleich an. Also die Aufgaben sehen so aus, zum Beispiel bei der 21, Sie wollen heiraten, wohin gehen Sie? Und zwar haben wir hier die Angabe bei der A, Zimmer Nummer 210, B 211, C anderes Zimmer. So, jetzt gehen wir gleich, und zwar hier vorne sehen Sie immer diese Angaben. Also das heißt, Sie müssen nicht überall rumsuchen. Okay, 210. Und heiraten wird da natürlich nicht stehen, das heißt, Sie müssen schon ein paar Wörter lernen, aber hier Eheschließung, das heißt, das bedeutet ja heiraten. So, und das wäre dann schon die A. Sobald gefunden, weg damit und gleich die nächste Aufgabe. So, Sie wollen sich beim Chef des Bürgerbüros über etwas beschweren. Beschweren, bla 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 bla. Also, wir haben hier 111, 112 und wieder anderes Zimmer. Dann gehen wir sofort mal in die 111. Also, Sie gucken nicht hier, ja, sondern wirklich nur hier. 111, also Reisepässe und Personalausweise, Einwohnermeldeamt, Führungszeugnisse, Lohnsteuer, Gewerbeschein, Konzessionen. Nein, weg damit. So, wir gehen zu 112. Da ist der Amtsleiter. Also, es war ja der Amtsleiter, klingt doch schon mal ganz gut. Und das heißt Chef, das heißt das Wort, was Sie dafür dann lernen müssen, Leiter. Leiter einer der Stadtverwaltung, Leiter von was weiß ich. Das heißt, das wäre dann die 112. Und dann bitte gar nicht mehr suchen. Gleich weiter zum nächsten Teil. Sie haben gestern Ihr Handy verloren und hoffen, dass es jemand abgegeben hat. Also, wir haben die 113. 115 und anderes Zimmer. So, 113. Aha. Verloren. Da suchen Sie natürlich das Gegenstück Fundsachen. Klingt auch ganz gut. Das heißt, schon Zimmer 113. Und damit wäre das dann die A. Und fertig. Bitte dann nicht mehr suchen. Ich werde nochmal die Wörter, die wichtigen Wörter, die zusammengehören, aufschreiben. 24, Sie sind umgezogen und möchten Ihre neue Adresse melden. So, 111, 211, anderes Zimmer. Gucken wir mal schnell. 111, aha, Sie wollen sich ummelden. Hier ist das Einwohnermeldeamt. Das heißt, das passt dann auch wirklich ganz gut. Und wir haben schon die A wieder als Lösung. So, die 25, oh, das ist schon auch fertig. Sie möchten einen Anwohnerparkausweis beantragen. Parkausweis, denke ich, kennt jeder. Also wir haben die 111, 112, anderes Zimmer. Da gucken wir schnell mal bei 111. Gewerbeschein, Konzessionen, Führungszeugnis, nein, 112, Bauaufsicht, Baugenehmigung, Verkehrsplanung, nein. Also, wenn wir es nicht gefunden haben in 111, dann machen wir einfach anderes Zimmer und das war's. Ich werde Ihnen jetzt noch die Sachen aufschreiben. So, und zwar hatten wir heiraten,
gleich Ehe, Eheschließung, Eheantrag. So, verloren. Finden, Fund, Büro. Und genau, ummelden. Das heißt, ein Wohner. Melde. Ups. Das ist ein bisschen schwierig, mit nur einer Hand zu schreiben. Melde. Und. Okay. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Sie können mir auch Übungen schicken über YouTube. Und ich erkläre dann gerne Tipps und Tricks. Im nächsten Video geht es dann weiter mit Leseverstehen. Teil 2. Okay, bis zum nächsten Video.